Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Und ich habe gerade was festgestellt, was ich selber noch nicht wusste. Man kann nämlich, wenn man hier gerade mit Sephiroth ist und bevor man ihn anspricht, kann man einfach nochmal rausgehen. Das wusste ich bis heute nicht. Interessant. Gut, jetzt kommt gleich noch die Szene mit Genesis, wollte ich sagen. Ist das eine? Okay. Dann gehen wir bitte weg. Steht nämlich noch eine Spur, die will ich mir gleich mal nehmen. So. Weißer Umhang. Na gut. Ja, und die beiden fragen halt, hier ist alles in Ordnung, dann solltest du schnell wieder zurückgehen, bla. Bin übrigens immer noch erkältet und es wird irgendwie schlimmer. Bisher. Und gestern, als ich aufgenommen habe, ging es noch und heute ist es aber noch schlimmer geworden. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr oder man hört es nicht zu sehr. Wir werden sehen. Und ich glaube, ich werde das hier mal kurz überspringen. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder. In den Kampf, den wir so glorreich verloren haben. Mal sehen, ob es besser wird. Verdammt. Diesmal ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall. Hoffentlich. Das wollte ich gerade gar nicht. So. Auch nochmal kurz Blitzer ab. Und du ebenfalls. Und dann brauchen wir kurz mal unser Vita. So. Die Frage ist halt jetzt, kriegt das Blitzer gegen ihn was? Achso, der macht die Idee zu Vita. Kann ich ihn irgendwie stumm machen oder sowas? Wäre verdammt hilfreich, aber ich glaube anscheinend nicht. Todessichel. Oh, das hört sich gar nicht nett an. Nicht, dass das ein Insta-Hit ist. Das wäre richtig ekelhaft, deswegen mache ich mir mal kurz eine Phönixfeder rein. Auch wenn ich nicht allzu viele davon habe. Aber ich davon dem denn getroffen werde? Okay, nein. Das ist kein Insta-Def. Sehr schön. Aber macht ganz schön viel Schaden. Lass mal stehlen von dir. Todesimpuls. Das ist interessant. Wirbelwind, okay, das ist eine Spezialtechnik. Au. Verdammt, dann bin ich in die falsche Richtung gerollt. Also Wirbelwind, ja, direkt die Todessichel hinterher ist gemein. Oh, oh, oh. Gucken wir jetzt mal kurz schützen. Sie ist halt relativ leicht auszuweichen. Aber dafür macht es halt auch gut Schaden. Wenn sie einmal falsch bewegt. Sie heilt ihn halt auch. So, Cloud. Nee, nicht Cloud. Dann irgendwas anderes. Oh, den haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Phoenix auch nicht. Oh, jetzt. Und da können wir mal Phoenix in Action sehen. Lebensflamme Stufe 3.
Hi, oh, oh, oh. Oh, oh. Es brennt alles nieder. Und gib mir den Schutzengel. Das ist nämlich das, was Phoenix ziemlich geil macht. Phoenix kann einem einfach mal einen Schutzengel geben. Aber natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass man Phoenix bekommt, ist recht gering. Er wollte mich beschützen und... Ich weiß. Bleib in meiner Nähe, Tifa. Gut, dass ihm da der Helm nicht abgefallen ist oder sowas. So, kleine Escort-Mission. Wollen wir aber erstmal hier speichern. Genau, ich wollte mal den Todimpuls gleich mal probieren. Das lasse ich jetzt erstmal einfach so. Okay, wollen wir mal schauen, ob der Todimpuls gegen euch funktioniert. Abonnent. Ja, er funktioniert. In wenigen Situationen. Ist jetzt natürlich auch nicht optimal, aber... Fast schon. Also ich kann ja auch weiterhin Wegfegen machen. Es geht einfach schneller. Nein, nein, nein. Au. Aber der Todesimpuls hat auch was. Mal schauen, wieso die Wahrscheinlichkeit davon ist. Daran mache ich das dann fest. Das Gute ist, man kann einfach durchlaufen. Man sieht ja, Tifa kommt trotzdem hinterher. Man muss nicht wirklich Zeit für sie lassen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit scheint recht hoch zu sein. Sehr gut. Da sind wieder die kleinen Kinder. Ah, hi, ihr. Gegen euch wegfegen. Ja, scheint teilweise zu gehen. Aber der Todesimpuls anscheinend nicht. Es sei denn, das war jetzt der Todesimpuls, dann hat es nur gedauert. Fraglich. So, schauen wir mal. Ne, das sieht mir ganz nach Immunität aus bei Tod. Und sie haben einfach nur so wenig HP. Okay, dann muss ich gegen die mit Wegfegen agieren. Bei euch würde ich gerne aber Tod nochmal ausprobieren. Yep, wunderbar. So, was ist geil. Das ist natürlich halt der Vorteil an solchen Todsachen. Aber wenn es natürlich nicht funktioniert mit Tod, dann hast du einen Ausrüstungsplatz verschwendet. So, ich denke mal, wir sollen wieder zum Gasthaus. Wäre ein bisschen merkwürdig, wenn wir links lang gehen. Weil es nimmt sich eigentlich viel. Mal sehen, ja, es läuft hier mit. Okay. Gut, gut, gut. Dann nach unten. Zum Gasthaus, oder? Ja. Alles klar. Wo ist Sephiroth hin? Ist jetzt was passiert? Tut mir leid, aber das kann ich dir nicht sagen. Hätte ich mir ja denken können. Ich werde herumfragen, ob ihn jemand gesehen hat. Danke, Tifa.
Tifa's safe. Don't worry. If only I were soldier. Zack? Soldier is like a den of monsters. Don't go inside. What happened? I don't know, man. I thought I knew, but... By the way, do you know Tifa? Sort of. Talk to her? No. I'm sensing some issues here. Shouldn't you do something? I'm one to talk. I'm with Soldier, so fighting's all I do. Sorting things out is someone else's job. What's going on? Who's the enemy? It makes no difference to me! Hey, Zack. You know, I've never seen you use that. Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're a little more important than my sword. But just a little. Ich meine, wir benutzen es die ganze Zeit in Kämpfen. Aber eigentlich benutzt es Sekiro in Ehre zu Engie. Der gleicht ihm inzwischen ziemlich sehr damit. This is a symbol of my dreams and honor. No, it's more. That's right. I had almost forgotten. Thank you, Cloud. Huh? Right! I'm gonna crash. Night! Cloud weiß nicht, was los ist. Was? Was ist jetzt los? What? Sehr gut. Naja. Cloud sagt dasselbe zu Zack, wie Zack damals zu Engie. Natürlich ein bisschen schade, wenn man dann überlegt, was mit dem Meisterschwert passiert. Man hat es am Anfang des Spiels dann von Final Fantasy 7 und schmeißt es gleich bei der ersten Möglichkeit weg. In Advent Children ist es dann das Symbol, wo Zack gestorben ist, aber es hat halt einfach nicht mehr diese riesige Bedeutung im Endeffekt. Ein bisschen schade ist. Schönes Schwert. Und halt wirklich mit so viel Hintergrundgeschichte mit Engie und Zack. Bitte lass mich noch etwas ausruhen. Okay. Da gibt's auch nichts zu holen. Mal sehen, wer uns schreibt. Cloud, wenn du Lust hast. Wie wäre es, wenn du meine Familie und ich mich heute besuchen kommst? Die Gerichte meiner Mutter schmecken fabelhaft. Und heute will sie ihren berühmten Eintopf kochen. Den musst du unbedingt auch probieren. Wär doch mal was. Geht's ihm gut? Geht es dem verletzten Infanteristen gut? Er scheint sehr stark verletzt worden zu sein, weswegen ich mir große Sorgen mache. Wie gut, dass du da warst, Zack. Soldatkämpfer sind wirklich ein anderes Kaliber. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal mehr von euch erzählen könntest. Es gibt da etwas, das mich interessiert. Ja, sie will wissen, ob es einen Cloud gibt in Soldat. Hi. Sephiroth steckt angeblich in der Shinra-Villa. In dem großen Herrenhaus? Ja, es gehört Shinra schon ganz lange. Okay. War ja abzusehen, dass er dann dort ist. Beziehungsweise wir wussten es natürlich schon. Bahnbrechende Neuigkeiten. Hier vom Rotleder erhalten in...
letzter Zeit immer wieder Meldungen von Genesis-Sichtungen. Soll Genesis trotz Meldungen seinem Kampf gefallen doch noch leben? Und hat er dann eventuell das Rätsel um das Geschenk der Göttin gelöst? Egal was er tut, Genesis wird immer richtig liegen und verdient daher unsere Unterstützung. Achso, das ist gut möglich, dass ich das verkackt habe. Das habe ich vergessen, nochmal mit der anderen von Genesis zu reden. Von dem Genesis Fanclub. Hello! Aerith? I finally got through! Yeah. Listen, now's not the best time. I'll call you later. No, no. You don't have to. Okay. I'll come visit. I'll be here. I'll see you. I promise. Noch dieser Text. Bald bin ich wieder bei der RF. RF mal 5. Jetzt gehört habe, dass der große Seeführer zu uns kommt, heißt vor mir. Achso, dann sagt er noch dasselbe. Die Shinra-Welle liegt die Treppe rauf und dann links. Okay, Cloud, warum auch immer du jetzt wieder da bist. Du hast gesagt, du wolltest dich noch ausruhen, aber okay. Gut, gut, gut. Dann rennen wir dir halt mal nach. Da bin ich mal schön am Rand. Im Gegensatz zu dir kann ich nämlich einfach nicht durch Monster rennen. Ezek, geht's dir gut? Dein Ernst ist auch eine Ecke länger, als ich erwartet hatte. Deswegen dachte ich mir, ich könnte dich mal ein bisschen... Ich könnte für dich einmal ein bisschen auf Aerith aufpassen. Und mit dem Job scheint schon einer von den Turks beauftragt zu sein. Jedenfalls habe ich was mit Aerith geplaudert. Und das Rad eines Blumenwagens hat sich gelöst. Angeboten, das zu reparieren, aber sie meint, das wäre nicht nötig, du würdest das erledigen. Ja, denn storymäßig hat sie nur einen Blumenwagen, auch wenn wir hier drei gemacht haben. Aber storytechnisch hat sie nur den einen. Was denkt sich dieser Sephiroth bloß? Sind alle Mitglieder von Soldat so komisch? Und gibt es vielleicht auch blonde Soldatkämpfer? Nicht, dass es etwas für mich bedeuten würde, ich frage nur so. Träumt nicht jedes Mädchen davon, in der Not von einem blonden Soldatkämpfer beschützt zu werden? Da Träume schlecht schützen, habe ich angefangen, Selbstkampfsport zu lernen. Mein Lehrer meinte, ich wäre ziemlich begabt. Ja, Tifa, du hast einiges drauf. Das muss man dir dann lassen. Ja, Tifa wartet auf Cloud. So, hi. Sephiroth ist, glaube ich, in einem Zimmer im rechten Flügel des ersten Stocks verschwunden. Okay. Wir wissen ja, wo es ist. Mehr Mehl. Hallo Zack, ich habe gehört, du bist auf einem Einsatz mit Sephiroth. Wow, jetzt kannst du ja endlich in Ruhe mit ihm reden. Das wolltest du doch damals, oder? Und Sephiroth höchstpersönlich sollte ich sogar angefordert haben. Wichtigsten ersten, fast alle von der Bildfläche verschwunden sind. Sephiroth auch nicht gerade berühmt dafür. Würde es mich gar nicht wundern, wenn du uns in Zukunft anführst, Zack. Denn rasches Emporklettern der Karriereleiter ist wirklich beeindruckend. Seid ihr meiner Treue auf ewig gewiss. Ja. Es wäre halt echt interessant gewesen zu sehen, wie sich Zack entwickelt. Der hätte vielleicht tatsächlich... Ach ja, bitte erzähle den anderen bei Soldat nicht, dass ich nach einem blonden Soldatchen verkundigt habe. Das hatte ich vergessen, dir zu schreiben. Es würde mich halt echt interessieren, was mit Zack geschehen wäre, wenn ihr wisst schon, was nicht passiert wäre. Weil er war definitiv die Leitfigur von Soldat. Irgendetwas stimmt nicht mit Sephiroth. Die Tür dort vorne stand offen. Er ist vermutlich in den Keller runtergegangen. Yep, und jetzt können wir auch nach dem fünften Wunder suchen. Activating Combat Mode. Oh, hi. Ich hoffe, gegen dich funktioniert durch. Scheinbar ja nicht. Au. Kannst du ihn wegkriegen? Scheinbar. Sackschlüssel erhalten. Kann ich da runter? Tatsache. Will ich darunter?
fraglich. Ich kletter nochmal hoch. Ah, okay. Activating combat mode. Machen wir mal euch hier fertig. Oh, ich kriege nämlich ein paar Sackschlüssel, die wir haben wollen. So mal. Komm, du gibst mir auch noch einen. Combat resolved. Activating combat mode. Und von dir möchte ich auch einen. Ich weiß nicht, wie viele man braucht oder wie viele man bekommt. Vielleicht kriegt man nur eine feste Anzahl. Ich hole mir aber einfach noch ein paar. So, die ruhige Musik ist natürlich schon etwas merkwürdig. So. Während wir halt zu so kämpfen und immer nur dieses Tim, 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 Tim. Aber okay, schauen wir mal weiter. Activating combat mode. Noch mehr von euch. Ich weiß halt nicht, wie viel ich von euch brauche im Endeffekt, aber jetzt kriege ich anscheinend keine Sackschlüsse mehr, also war's das wahrscheinlich schon. Hier rein. Aha. Das sind nämlich schon ein paar Särge. Da ich aber auch weiß, wo wir hin müssen, natürlich, wegen einer gewissen Sache. Ich habe 4, okay. Das heißt, ich muss einen aufbewahren. Man kann nämlich einfach die Sackschlüssel benutzen, um Dinge aufzumachen. Dann kommen manchmal Monster raus, aber eben auch an einer Stelle was anderes. Ich weiß nicht, ob man da auch Items bekommt oder so. Und welche man vor allem alle öffnen kann. Anscheinend immer nur die zwei vorderen. Also machen wir einfach alle auf. Activating combat mode. Ja, der Todesimpuls ist ziemlich cool. Für so kleine Monster. Definitiv. Der einzige Nachteil bei sowas ist allerdings, wenn die Kämpfe so schnell enden, hat man natürlich weniger die Möglichkeit, seine DBW voll zu kriegen. Was wiederum bedeutet, dass man natürlich keine Level steigt. Okay, da habe ich noch einen erhalten. So, wir wissen ja, dass er da rechts drin sein müsste. Also öffnen wir erstmal den hier. Und noch mehr Monster. Activating combat mode. Later. Conflict resolved. Das Gute ist, das vereinfacht natürlich dann trotzdem das Sammeln von SP und sowas. So. Da schläft jemand drin? Vermutlich lasse ich ihn besser in Ruhe. Ja. Zack hat Vincent getroffen. Zumindest hat er ihn schlafen gesehen. Vincent ist nicht aufgewacht bei ihm, im Gegensatz zu Cloud. Bei Cloud ist er ja aufgewacht. Und hat mit sich reden lassen. Bei Zack, Zack hat einfach den Sarg wieder zugeschoben. Activating combat mode. Ja, ja. Bam. So. Ach, komm schon. Ich hab das Vieh doch hier schon besiegt. Au, what the fuck? Mit so viel Schaden habe ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen bin ich nicht ausgewichen. Geht halt. Ach du Schande, da habe ich wieder eine Phönixfeder verschwendet. So, ich will nämlich eigentlich jetzt zurück zu dem Jungen. Denn wir haben jetzt das für nächste Wunder geklärt. Und ich würde sagen, ich beende auch jetzt hier den Part und schaue mir das mit dem Jungen dann im nächsten an. Also, bis dann!